Ich fahre hier mitten durch den Urwald. Ach, ist das nicht schön. Guckt euch das an. Ey, ist das wieder eine Tour. Ah, ich bin wieder total begeistert. Ich fahre hier von einem Traumspot zum nächsten. Oh, fuck. Guten Morgen, es ist, weiß nicht, 7 Uhr oder so. Ich bin aufgestanden, es ist Freitag, der 1. September. Jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee, dazu meinen hübschen kleinen Kocher auseinanderfalten. Dann das hier an die Gasflasche aufschrauben. Ja. Meine Lieblings-Titan-Tasse drauf. Und dann. Hey. So, dann habe ich mir hier im Hotel Kaffee geschnort. Da habe ich mir auch so ein Ding damit genommen, eine große Tüte Milch. Das macht keinen Sinn auf dem Motorrad in der Satteltasche. Einmal offen, das Käse, da ist sowas am besten. Und das ist im Hotelzimmer ja eh immer complimentary dabei. Dann habe ich mir hier so ein paar Fruit Riegel gekauft. Das ist das Frühstück. Ich bin eh nicht so der Frühstücker. Das reicht mir. Wichtig ist ein Tässchen Kaffee. Verblüffend trocken. Beutel rein, ziehen lassen, raus. Mal dran riechen. Wer weiß, vielleicht kreiere ich gerade eine legendäre Kaffeespezialität. Man weiß es nicht genau. Ja, genau jetzt ist er fertig. Ich merke es. Genau, jetzt ist er fertig. Ja, kann man machen. Schmeckt wie Kaffee. Na du, guten Morgen. Ist was schnorren, hm? Was denn? Was denn? So, Zelt ist gepackt, alles auf Motorrad verstaut, dann den Aufsteiger mit Gepäck, Zündung an, Maschinchen läuft, sehr schön, Gang ist drin, Spiegel. Einigermaßen. Los geht's. Die Schotterstraße hier geht eigentlich gut. Vor allem hier kann natürlich die Maschine zeigen, was sie kann. So ein bisschen zumindest. Die ist für deutlich mehr geschaffen, aber das steckt die hier alles locker weg. Gibt einem ein sehr sicheres Fahrgefühl. Und ein paar kleine Schlaglöcher, das bügelt die Federung einfach weg. Davon merkt man gar nicht viel. Echt geil, wie die Federung das wegschluckt. Das ist schon recht holprig hier, aber man merkt davon nichts. Man fährt da einfach drüber. Das Fahrwerk ist schon perfekt. Ideal. Das ist schon urig hier. Also, habe jetzt schon seit längerer Zeit kein Auto mehr gesehen. Oder überhaupt irgendjemand. Würde mich nicht wundern, wenn hier einfach mal ein Bär auf der Straße steht. Das ist schon absolute Pampa hier.
schwer beeindruckend. Echt geil. Nichts los, keiner da. So wie ich das mag. Laut Karte fahren wir jetzt gleich direkt am Seeufer entlang. Vielleicht kann man da ja mal einen Stopp machen und uns das mal angucken. Ich glaube, das ist jetzt ein anderer See. Das ist nicht mehr der große Lake Covicen. Ja, hier haben wir ja schon. Oh, ein Auto. Halleluja. Na, ich bin doch nicht ganz allein. Ja, hier kann man doch mal halten. Wow. Geilo. Das ist immer noch der Lake Covicen. Ein Riesenteil ist das. Wow. Fantastisch. Ich habe eine Angellizenz. Habe ich mir gekauft vorhin, heute Morgen. Ich habe eine Angel dabei. Na, dann versuchen wir mal unser Glück. Mal schauen, ob es hier Fische gibt. Und wenn ja, was für welche. Ja, 1:0 für die Fische. Hab jetzt nichts gefangen. Aber macht nichts. War trotzdem super schöner Stopp. Abendessen geht auch ohne Fisch. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Reine Fahrzeit habe ich noch etwa 1,5 Stunden vor mir. Massig Zeit für jede Menge Stops. Jetzt wird es richtig interessant. Jetzt verlassen wir den Bereich vom Lake Covicen und fahren hier richtig in die Pampa. Hab gelesen im Internet, dass es hier kein Handyempfang gibt. Ziemlich bald nach dem See. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt am Wochenende wird die Straße auch einigermaßen befahren sein. Na, wer sagt's denn? Na also, wenn da einer mit dem Wohnwagen durchgehoppelt kommt, dann kann es nicht so wild werden. Ja, ist eine reine Safety-Maßnahme. Ich meine, letztlich geht man immer davon aus, dass nichts passiert, aber Safety first. Wenn ihr vielleicht auch mal in British Columbia unterwegs seid, ganz egal, ob mit dem Auto, mit dem Wohnmobil oder eben auch mit dem Motorrad. Und wenn ihr auch ein bisschen abenteuerlustiger seid und ein bisschen abseits der, hey, das ist jetzt hier aber doch eher rough, ja. Und wenn ihr auch gern ein bisschen abseits der Haupttouristenrouten unterwegs seid, dann gibt es eine Sache zu berücksichtigen. Eure Mietfahrzeuge mietet ihr in der Regel ja mit einem enthaltenen Versicherungsschutz. Dieser gilt, das sage ich jetzt ohne Gewähr, aber so meine Erfahrung, dieser gilt nur auf offiziellen Straßen, offiziellen von der Provinz gewarteten Straßen mit einer Nummer. Das hier, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das sowas ist. Gerade auf Vancouver Island gibt es jede Menge Logging Roads. Und Google Maps hat die alle schon erkannt. Google Maps hat die Logging Roads zu einem großen Teil aufgenommen. Das heißt, wenn ihr mal stur nach Google Maps fahrt und ihr befindet euch auf einer illustren Schotterstrecke, dann kann es gut sein, dass ihr auf einer Logging Road seid. Man darf diese Straßen befahren, aber euer Versicherungsschutz, der entfällt, wenn es keine offizielle Straße der Provinz oder des Landes Kanadas ist. Da müsst ihr drauf achten, wenn euch sowas wichtig ist,
Wenn keiner verbietet euch, es ist nicht verboten, auf diesen Straßen zu fahren, aber ihr müsst wissen, ihr fahrt dann auf eigenes Risiko. Wenn ihr das Auto auf der Straße, auf so einer Logging Road kaputt macht, in den Straßen, in den Graben setzt, irgendwas passiert, ihr seid 0,0 versichert. Jetzt schaut euch mal diese Umgebung hier an. Ich fahre hier mitten durch den Urwald. Meine Fresse, ist es geil, umgeben von riesigen Farnen und Flechten und dichtem Wald auf so einer kleinen Schotterstraße. Da steht ein riesiger, fetter Mammutbaum, den muss ich euch zeigen. Achtung, mal gucken, ob ihr den sehen könnt. Wo ist er? Da seht ihr das Teil. Hier. Wow! Und wie hoch der ist. Fett. Absolut hammergeil hier. Ey, ist das wieder eine Tour. Ah, ich bin wieder total begeistert. Da habe ich wieder eine Strecke rausgesucht. Sorry, Eigenlob stinkt, aber das habe ich drauf. Sehr, sehr geil. Meine Fresse, ich bin gerade total begeistert. Ich bin gerade mega begeistert. Das ist die Art von Abenteuer oder Entdeckung, Entdeckungsreisen, wie ich es mag. Abseits von den Hauptrouten, nichts gegen Icefield Parkway. Aber ich bin froh, dass ich das vor 30 Jahren gesehen habe. Da war schon eine Menge los. Aber hier gibt es keine Busse, keine deutschen Wohnmobile oder Wohnmobile mit deutschen Urlaubern drin. Nichts gegen Wohnmobilen mit deutschen Urlaubern drin. Mit denen verdiene ich mein Geld. Und auch mir macht es Spaß. Ein Deutscher in einem kanadischen Wohnmobil zu sein und mit der Familie durch Kanada zu fahren. Aber offen gestanden, das hier macht mir noch ein ganz klein wenig mehr Spaß. Yeah. So langsam habe ich mich hier an das Terrain gewöhnt. Ah, mal wieder so eine hübsche kleine Brücke. Oh, und wenn ihr das riechen könntet hier. Der Wald duftet nach Zedernholz. Super intensiv. Oh, Wahnsinn. Boah, guckt euch das mal an. Meine Fresse. Oh, guck mal, da gehen Spuren runter. Wie kommen die denn da runter? Oh, wunderschön. Jetzt schauen wir uns das mal an hier. Was der Bach so kann. Wir sind hier im Nikinat River Provincial Park. Und ich würde sagen, jetzt wird es mal ein bisschen erforscht. Ah, da baut schon jemand sein Zelt auf. Absolut. Na, genau das ist für mich Kanada. Das ist Kanada. Ja, jetzt nur mal zur Information. Es ist tatsächlich so, ich habe jetzt hier keinen Empfang mehr auf dem Handy. Aber ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Oben rechts im Display, da ist dieses SOS
Satellitensymbol. Ist das iPhone 14 Pro. Das habe ich mir extra deshalb gekauft, weil das eben, wenn kein Handyempfang mehr da ist, zumindest diesen Satelliten-SOS-Knopf hat. Das heißt, sollte jetzt was passieren und ich Hilfe brauchen, ja, wir sind jetzt hier nicht in der totalen Pampa, hier sind auch ein paar andere Leute, aber ja, für den Fall der Fälle könnte ich dann wohl hier Hilfe holen über diesen SOS-Knopf. Das heißt, das Telefon hat einen Satelliten-Empfang-Notrufsender drin und das ist ja mal nicht so schlecht, wenn der Bär jetzt kommt und meinen Käse fressen will. Oder mich. Oder wenn ich vom Motorrad falle. Na, das war doch ein wahnsinnig schöner Zwischenstopp fürs Mittagessen. Jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt. Lassen wir uns überraschen. Dieser frische Gravel ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist ein echter Mist. Der fühlt sich an wie... Das ist scheiße. Ganz anders. Eier da auf dem Zeug rum, das ist übel. Entweder ich gewöhne mich jetzt dran oder ich fahre hier einfach langsamer. Wow. Das fühlt sich scheiße an. Fühlt sich an, als hätte ich einen Platten oder so. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock hier mit 40 rumzufahren. Hä? Ich muss jetzt da mal anhalten und gucken, ob mit meinem Bike alles okay ist. Ja, Reifen sind okay. Das ist einfach nur dieser frische Gravel, der sich so scheiße anfühlt. Naja, kann man nichts machen. Dann mach mal den Eiertanz halt. Ich habe einen Platz gefunden. Hier am China Creek. Riesen Campingplatz, aber total am Arsch der Welt. Also hier ist weit und breit kein Ort. Der nächste Ort ist Port Albany. Total nette Leute, sind so gut wie ausgebucht. Wie gesagt, das letzte Wochenende, bevor die Schule anfängt. Die Kanadier nutzen das tolle Wetter und gehen ins Freie und machen das Wochenende nochmal auf dem Campingplatz. Das ist hier einfach so Tradition. So Leute, frisch geduscht nach einer verdammt staubigen Etappe. Camp ist aufgebaut. Ja, da baden die Kanadier im Meer. Hab mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht mal reinspringen sollte. Aber noch ist es nicht so weit. Aber hier, dafür ist jetzt gleich so weit. Ja, und ich mache mir mal so einen Nudelsnack. Was für ein herrliches Chaos hier. Alle Taschen offen. Alles auf dem Tisch durcheinander. Aber ich habe einen kompletten Durchblick. Ich weiß, wo was ist. Bin gerade am neu organisieren, bisschen umpacken. Ja, ich genieße das hier.